Servus Leute, hier ist der Dennis und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Episode der FIFA 15 Karriere mit dem FC Arsenal. Ja Leute, wer sich noch an die letzte Episode erinnern kann, dort begann das ganze Jahr mit dem Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen den AS Monaco, was wir zu Gast in Frankreich erfolgreich mit 3:1 gewonnen haben. Und das Ganze endete mit dem Capital One Cup Finalsieg über West Ham United. Ich glaube, das Ganze durch Raheem Sterling, durch ein Tor vom jungen Engländer. Das Ganze 1-0 gewonnen, logischerweise dann. Und jetzt geht es eben weiter mit dem Liga-Alltag. Wir stehen jetzt hier vor dem Spiel zu Gast gegen QPR, die, glaube ich, gegen den Abstieg immer noch kämpfen. Wir schauen mal eben in die Tabelle hinein. Genau, QPR, die Queen's Park Rangers, momentan auf Platz 18 liegend, wollen natürlich 3 Punkte haben, um vielleicht da aus dieser Abstiegszone mit Platz 20, 19 und 18 eben rauszukommen. Aber bei uns sieht es genauso aus. Wir brauchen natürlich weiterhin Punkte, um uns abzusetzen von Manchester City. Und da würde es gar nicht passen, gegen die Queen's Park Rangers zu verlieren. Aber die Premier League ist natürlich immer voller Überraschungen. Deswegen sollten wir, denke ich mal, die Rangers nicht unterschätzen. Wir schauen mal eben schnell in die Formation hinein. Wen werden wir spielen gegen die Queen's Park Rangers? Ich denke mal, ich werde Götze mal wieder auf die 10 packen für Raheem Sterling, auch wenn dieser in letzter Zeit wirklich absolut bombastische Leistungen zeigt. Auch er hat mal seine Pause verdient. Muniain packen wir mal in die Startausstellung für Alexis Sanchez, Christian Benteke für Danny Welbeck, Dybala kommt mit auf die Auswechselbank, dann Gaia kommt in die Linksverteidigung für Kieran Gibbs, Jack Wilshere, der sich übrigens auf eine 82 entwickelt hat, auf die Achterposition für Ilkay Gündogan, dann kommt Wanyama auf die Sechserposition für Aaron Ramsey, in die Rechtsverteidigung packen wir dann wieder einmal Daniel Carvajal und in die Innenverteidigung Jesus raus, dafür Koscielny rein. Und daneben packen wir einfach mal wieder Gabriel Jimenez, dafür auf die Bank für Jesus. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich denke mal, wir sind damit relativ gut aufgestellt gegen die Queen's Park Rangers, gegen die es jetzt auch rangehen wird im ersten Spiel der heutigen Episode. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch wie immer. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir nochmal in die anderen Spiele hinein. Neben unserem Spiel läuft noch die Partie Liverpool gegen Burnley, ebenfalls ein abstiegsbedrohter Verein, wo ja übrigens Danny Ings jetzt ablösefrei zu Liverpool gegangen ist. Und ich es einfach richtig lustig fand, dass die Liverpool-Fans einfach meinten, we want signings and not signings. Das ist ja irgendwie so ein etwas lustiges Wortspiel, das mal eben so am Rande erwähnt. Wir legen ebenfalls jetzt los mit unserer Partie, das Ganze zu Gast gegen QPR im Regen an der Loftus Road. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns gleich bei der ersten Partie der heutigen Episode. Am heutigen Spieltag trafen zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander. Das Ganze an der Loftus Road mit QPR, ein abstiegsbedrohter Verein, der momentan auf Platz 18 liegt. Und dem FC Arsenal, momentaniger Tabellenführer der Premier League mit sage und schreiben 7 Punkten auf die City Saints, auf Manchester City. Dazu noch frisch gebackener Capital One Cup Sieger. Sowie dazu noch eben fast mit einem Bein schon im Champions League Viertelfinale. Das waren wie gesagt zwei unterschiedliche Welten, die am heutigen Spieltag aufeinander trafen. Aber das ist die Premier League, denn die Premier League schreibt nämlich ihre eigenen Regeln. Da kommt es gar nicht drauf an, auf welcher Position du dich befindest. Hier die Aufstellung von QPR mit McCarthy im Tor, dann Eisler, Ferdinand Korker, Traoré in der Verteidigung, dann Vargas, Barton, Sandro, Fair in Mittelfeld und vorne die doppelte Sturmspitze mit Zarate und Charlie Austin. QPR ja, glaube ich, in echt jetzt abgestiegen in die zweite Liga. Und hier die Ausstellung von Arsenal mit Ospina, Carvajal, Gabriel, Koscielny, Gaia, Wilshere, Wanyama, Götze, Alex, Oxlade-Chamberlain, Christian Benteke und Iker Muniain heute als Trio vorne. Dann würde ich einfach mal sagen, legen wir jetzt auch los. Hier nochmal Rob Green im Bild, auch schon 35 Jahre alt. Gehört nicht mehr wirklich zu den Jüngsten in der Liga. War, glaube ich, mal längere Zeit die Nummer 1 bei QPR, aber McCarthy hat ihn da, denke ich mal, abgelöst. Und dann legen wir jetzt auch los mit der Partie QPR gegen den FC Arsenal. Der Leiter der Partie haben wir auch gerade noch im Bild gesehen mit Michael Oliver. Los geht es jetzt, Anstoß haben die Gäste aus London, die von rechts nach links spielen. Wilshere auf Götze, der auf Benteke, der leitet weiter auf Alex Oxlade-Chamberlain, stark gemacht.
Chamberlain in die Mitte auf Muniain, der rutscht aus. Schade. Flanke, Kojeni kann das Ganze klären. Jetzt Chamberlain. Chamberlain mit dem Ball auf Götze. Abgegrätscht. Wanyama nochmal mit dem Pass nach vorne. Chamberlain wieder auf Mario Götze. Diesmal gelingt das Dribbling, aber Götze vorbei an Ferdinand. Nur noch an Rob. Nee, das ist ja gar nicht Rob Green, das ist McCarthy. Verdammt. Stark gemacht von Muniain auf Benteke. Wo geht er denn hin? Christian Benteke, die erste Möglichkeit für den Belgier. Und die ging wirklich sehr knapp am Tor von McCarthy, der Nummer 12, im Tor der Rangers vorbei. So, die erste Halbzeit wurde abgepfiffen, 0:0. Arsenal bisher mit 2 bis 3 Großchancen. Aber ansonsten eine relativ langweilige Partie, um ehrlich zu sein. QPR immer mit Versuchen nach vorne zu kommen, aber wirklich, ja, gefährlich werden sie dabei nicht. Somit bleibt es weiterhin zur Halbzeit bei 0:0. Und hoffentlich können die Zuschauer hier an der Loftus Road vielleicht in der zweiten Hälfte, die genau jetzt beginnt, ein spannenderes Spiel erwarten. Diesmal aber die Gastgeber mit Anstoß von rechts nach links. Starker Ball nach vorne auf Christian Benteke. Oh, der Belgier Korka mit der Grätsche. Kann sich am Ball behaupten. Jetzt der Ball nach hinten auf Wanyama. McCarthy mit der Parade. Oh, Gabriel kommt da nicht an den Ball. Aufpassen. Barton. Und da ist das 1:0 für QPR. Es ist wirklich die erste Möglichkeit hier für die Gastgeber. Und die geht rein. Barton wird da wirklich gar nicht attackiert. Der Kapitän der Rangers mit einem wirklich sehr wichtigen Treffer. Denn damit befreit sich QPR von Platz 18. Burnley lag zur Halbzeit alleine schon 2:0 zurück gegen Liverpool. Da sollte es anscheinend weiterhin noch für Liverpool stehen. Und hier das 1:0 für QPR. Ospina ohne Möglichkeit, sieht den Schuss erst zu spät. Und Joey Barton mit dem 1:0 für die Queen's Park Rangers. So, 72. Minute. Arsenal ergreift jetzt hier langsam mal die Wechsel. Aaron Ramsey, Alexis Sanchez und Raheem Sterling kommen rein. Für Mario Götze, Victor Wanyama und Iker Muniain. Also Mittelfeld hauptsächlich gewechselt und eben noch ein neuer Flügelspieler in die Partie hineingewechselt beim FC Arsenal. Und Sterling, in letzter Zeit wirklich an sehr vielen Toren beteiligt. Hier könnte er vielleicht wieder eins machen, Sterling. Korka mit dem Ball auf Sterling. Chamberlain, der geht rein aus dem Winkel. Ausgleich für die Gäste aus der Hauptstadt durch Alex Oxlade-Chamberlain. Was ein Gewusel da im Strafraum. Aus dem Winkel macht Chamberlain den trotzdem noch irgendwie rein. Und da kommt Raheem Sterling gerade das erste Mal jetzt hier wieder rein. Mit seiner ersten Aktion, direkt nachdem er eingewechselt wurde, macht er schon wirklich große Gefahr. Und da das Tor durch Alex Oxlade-Chamberlain mit seinem 4. Saisontor für den FC Arsenal diese Saison. Gabriel, starker Ballgewinn. Benteke sieht Alexis Sanchez. Sanchez, seine erste Aktion jetzt. Der geht rein. Abgefälscht. McCarthy kann nichts machen. Alexis Sanchez mit der Führung für die Gunners. Es ist unglaublich, wie Arsenal sich hier immer regeneriert, nachdem sie hinten liegen. Nach dem 0:2 gegen Aston Villa gewinnen sie 4:2. Hier liegen sie 0:1 zurück gegen QPR und drehen das Ganze noch mit 2 Toren durch Alex Oxlade-Chamberlain und dem 12. Saisontor vom Chilenen Alexis Sanchez. Und nächste Möglichkeit, Benteke. Chamberlain völlig frei vor dem Torwart. Jetzt müsste er eigentlich nur noch querlegen. Macht er auch, Benteke. 3:1 und da ist jetzt auch endlich das Tor des belgischen Nationalspielers. Heute hat er sich relativ schwer getan, aber seine Bude bekommt er auch noch nach Vorarbeit von Alex Oxlade-Chamberlain. Stark gemacht nochmal, quergelegt für Christian Benteke und damit ist die Partie beendet. 9. Saisontor für Christian Benteke, 3:1 QPR gegen den FC Arsenal. Und damit war es das Ganze jetzt hier auch. Arsenal nach einem 0:1 Rückstand durch das Tor von Joey Barton nochmal mit einer starken Regeneration. Die Kräfte nochmal hier zusammengenommen nach 3 frischen Einwechslungen von Raheem Sterling, Alexis Sanchez und Aaron Ramsey. Dreht Arsenal das Ganze hier noch mit 3:1 durch Tore von Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez und Christian Benteke.
So, Liverpool hat gewonnen heim an der Anfield Road gegen Burnley, das Ganze mit 3:0. Somit QPR jetzt aus der Abstiegszone raus. Oder? Nee. Hä? Die sind nicht raus aus der Abstiegszone. Immer noch Platz 18, aber nur ein Punkt Rückstand jetzt auf Burnley. Die Spurs liegen momentan immer noch auf Platz 16. Punktgleich aber mit West Ham United, Southampton und haben auch gerade mal einen bzw. zwei Punkte weniger als Hull City und Everton. Also da unten ist noch wirklich alles möglich. Ich sehe gerade Frist für die Benennung des Nationalkaders. Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass sie den Kader des Nationalteams Belgien für das kommende EM-Quali-Spiel bis zum 14. März 2015 einreichen müssen. Die werden am Spieltag nochmal benachrichtigt, aber sie sollten sich besser schon jetzt Gedanken darüber machen, welche Spieler sie einsetzen wollen. Okay, kann ich das jetzt schon irgendwie hier machen? Berufe Spieler in die Nationalelf. Na, wen haben wir denn hier überhaupt alles? Hallo, kann ich hier... Ich kann hier nicht raus, okay. Gut, als Torhüter hätten wir Courtois, Mignolet und Proto. Okay. Dann Innenverteidigung Kompany, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld und Lombard. Wen hätten wir da noch so? Na, ich kenne mich nicht aus mit den ganzen belgischen Spielern. Na, okay, hier geht das Rating immer nur weiter runter. Na, okay, dann lassen wir das so. Dann, Na komm, für einen Buffel, Thomas Buffel, könnten wir einen Januzaj mitnehmen. Oder vielleicht auch einen Thorgan Hazard, ich weiß es nicht. Von Januzaj weiß ich, dass er links und rechts spielen kann. Ist momentan aber auch verletzt. Na, Prae gibt's auch noch. Chatley oder auch Thorgan Hazard. Oder sogar Ferreira Carrasco. Aber da könnten wir euch auch Depau raus tun. Dafür packe ich einfach mal Januzaj rein. Und für Batshuayi packen wir Origi rein. Origi übrigens gefällt mir richtig gut in meiner Liverpool-Karriere. Kommt ja nach der ersten Saison wieder zurück zu Liverpool, nachdem er ja verliehen war an Lille. Und da ging er bei mir wirklich richtig ab. Und ansonsten... Da können wir eigentlich noch Fellaini rausnehmen. Ja, dafür entweder Dembele oder ein... Wo haben wir ihn denn? Hier, Thielemans. Ich hätte noch gerade noch gesehen, Thielemans. Ja, da. Juri Thielemans könnten wir dafür eigentlich nur mitnehmen. Aber ich würde dann eher Dembele mitnehmen. Für Fellaini. Und für Miralas nehme ich dann einfach Ferreira Carrasco mit. Und ansonsten denke ich mal... Senden wir einfach. Oh, nee. Ach, Januzaj ist wirklich... Ach, Januzaj ist komplett verletzt. Ich dachte, dieses Pflaster ist einfach nur, dass er jetzt längere Zeit jetzt verletzt war und endlich wieder da ist. Oh, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Da packen wir Thorgan Hazard in die Nationalmannschaft. Ah, was? Eden Hazard ist verletzt. Okay, da muss ich erstmal abwarten. Ich will auch nicht hier auf Hazard verzichten. Was habe ich denn jetzt getan? Wo ist Hazard denn? Oh. Na gut, dann nehme ich dafür Prey mit. Gut. Dann hätten wir das Problem jetzt auch geregelt mit der Nationalmannschaft. Nächstes Spiel ist zu Gast gegen Newcastle United. Stellen wir nochmal eben unsere Mannschaft ein bisschen um. Die Baller jetzt in den Sturm. Sterling wieder auf die 10. Sanchez für Muniain, dann Ramsey für Wilshere, für Wanyama dann Ilkay Gündogan, Jimenez für Gabriel, Bellerin für Carvajal, Gibbs für Gaia und ins Tor packen wir einfach mal wieder Wojciech Szczęsny ins rechte Mittelfeld, beziehungsweise auf dem rechten Flügel ist das ja. Wie packen wir denn da hin? Bräuchte ich echt eigentlich auch noch Ersatz? Könnte ich eigentlich Sanchez spielen? Gut, da kann Sanchez da spielen. Dann packen wir Muniain auf den linken Flügel. Und nehmen dafür dann noch Gnabry mit. Gut, das Ganze speichern wir ab. Und simulieren das Ganze hier gegen Newcastle United. Auch wenn sie auf Platz 5 liegen, haben relativ großen Abstand auf uns.
Oh nein, letztes Spiel haben sie gewonnen gegen Man United mit 2-1. Da ist man natürlich jetzt in guter Form, vielleicht den nächsten großen Verein zu schlagen. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, Riviere mit dem 1-0, aber Sterling mit dem 1-1. Also das Ganze ist hier noch nicht verloren. 45 Minuten jetzt, erste Halbzeit ist um. Götze für Sanchez. Ja, relativ fraglich. Götze ja nicht so wirklich der schnelle Mann. Deswegen auch nicht so wirklich einer für die Flügel. Mit einem 1-1 würde ich mich eigentlich zufrieden geben. Ah, Dybala verletzt sich auch noch. Das ist nicht so wirklich gut. Hoffentlich ist es jetzt nichts Schlimmes. Ja, zum Glück nur eine Beinverletzung. 3 Tage wird er nur ausfallen. Und nächstes Spiel gegen West Ham United. Heute ist die letzte Möglichkeit, die Mannschaft abzusenden. Eden Hazard ist weiterhin verletzt, deswegen senden wir die Mannschaft so ab, wie sie momentan ist. Ah, die Baller packen wir da mal komplett raus. Dafür Welbeck wieder rein. Meier könnte ich auch endlich mal wieder jetzt nach längerer Zeit die Möglichkeit geben. Götze dann einfach mal für Gündogan auf die Achterposition, dafür Ramsey auf die Sechser. Carvajal in die Rechtsverteidigung. Und Gaia nochmal mit für Bellerin. Jesus kann auch mal wieder spielen für Jimenez. Und ansonsten Gnabry für Sanchez. Ne, packen wir Sanchez auf die Linksflügelposition und dann mal wieder nach längerer Zeit Raheem Sterling auf die Rechtsflügelposition. Chamberlain kommt dann dafür mit. Gnabry dafür in die Reserve. Und dafür kommt dann wiederum. Götze ist ja auf der 8. Habe ich ein bisschen vergessen. Ich wollte gerade sagen, Götze kommt mit. Dann kommt dafür einfach Muniain mit. Gut. Dann speichern wir das ab. West Ham United, wo stehen die denn überhaupt momentan in der Tabelle? Hatten wir eigentlich schon letzte Episode, deswegen würde ich das Ganze auch simulieren. Aber letztes Spiel gewonnen gegen Liverpool, davor gegen uns, sowie auch Chelsea verloren. Haben ja eigentlich gute Voraussetzungen, das Ganze zu gewinnen. Auch wenn wir uns im Capital One Cup Finale relativ schwer getan haben. Gegen West Ham. Sterling mit dem 1-0, dafür aber Gibbs mit Gelb-Rot vom Platz. Das ist nicht so wirklich gut. Damit jetzt nur noch zu 10 am Start. Oh, Collins mit dem 1-1. Und noch Meier mit dem 2-1. Ich habe euch gesagt, Leute, das war richtig gut, den hier mal wieder nach längerer Zeit einzusetzen. Das war natürlich mal wieder ein Glücksgriff vom Trainer. Nee, Spaß beiseite. Kieran Gibbs gesperrt, das ist natürlich klar nach seiner gelb-roten Karte. Und nächstes Spiel ist dann gegen AS Monaco. Das Rückspiel bei uns zu Hause in London im Emirates Stadium. Wir motivieren einfach mal unsere Mannschaft hier für dieses wichtige Spiel. Simulieren dann noch zum Tag, wo es dann drauf ankommt. Wo es dann drauf ankommt, welcher von den beiden Mannschaften ins Viertelfinale der Champions League einziehen wird. Das Ganze dann aber auch erst in der nächsten Episode. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ein Kommentar, wie das Ganze euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Episode der FIFA 15 Karriere mit dem FC Arsenal. Bis dann, haut rein und Peace.